Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Matchmap. Matchmap. Wir spielen Marsch im LS17. So, wir fangen an, Ballen einzusammeln. Ich hab grad CP losgeschickt, ne? Wir konnten ja mal gucken, Leute. Wir haben richtig eingestellt. Die erste Rutsche da mal selber presst, ne? Falls sie da weiterkommen. Wie machen wir so ein bisschen taller aus oder so, was? Hat ja echt Vorteile. Deswegen machen wir ja die ganze Chose, um Geld zu verdienen, ne? Und ich hoffe mal, dass da ein bisschen was zusammenkommt. Schade, weil wir nicht hatten, ne? Egal. Deswegen machen wir es ja. Wir haben ja Ziele, ne? 9 Schlepper. Jetzt geht ein JCB. Dann Chrono Ultima und Lordebar. So ist der Plan. Da müssen wir jetzt mal drauf hinarbeiten, aber so wie es aussieht, kommt hier eine ganze Menge zusammen. Die Heide Witzke, Kapitän, hätte ich ja nicht mit gerechnet. Ich bin noch einmal rum und gleich schon Wagen voll. Da hat man eine Kasse gleich klingelt, ey, dann weiß ich es auch nicht. Ich hoffe, dass das in der Kasse klingelt. Kontplan, also nicht so wirklich. Ich habe da noch keinen Wagen verkauft, deswegen. Dann müssen wir den Komposter schon wieder voll machen, ne? Ja, läuft ja. Ja, gut, da auch ein Zeug da durch, du. Du isst immer voll. So, jetzt. Oh, der hat jedenfalls schon wieder Geld abgezogen. Ja, CP und so, ne? Komisch, CP läuft heute, ne? Ich verstehe es immer noch nicht. Es ist der 9.2. Gestern die Folge war auch 9.2. Es ist Donnerstag, ne? Ja. Es läuft. Was soll ich dazu sagen? Letztes Mal ging ja gar nichts, ne? Und diesmal, es läuft wie das denn? Ich muss es nicht immer verstehen, ne? Man muss es nicht verstehen. Mit der Maussteuerung bin ich ja auch noch nicht so richtig konform, ne? B, B. Kann man den mal schieben? Ja. Und mal Z. Uhu! Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Bescheid, ne? Nein, wenn der man nicht in die Kasse klingelt. Da würde wahrscheinlich schon ein neuer Schlepper drin sitzen, ne? Nee, so was für ein Premium. Ja, ich weiß, das ist schon cheaten, ne? Aber wir brauchen halt die Kohle. Wir müssen uns nichts vormachen. Wir brauchen jetzt am Anfang auch mal ein bisschen Kohle, damit wir Fläche regenerieren können. Deswegen machen wir das. Und aus keinem anderen Grund. Heiliges Blackhead. Ich glaube, unser neuer Schlepper sitzt drin. Na komm, sammeln wir jetzt mal hier. Das ist ja eine übel Grube. Wenn wir jetzt mit jedem Wagen hier 100.000 machen, dann können wir was werden. Dann können wir was werden. Jetzt sag ich mal. Klar, da wird das jetzt ewig dauern, bis wir hier vorankommen. Dann schickt er doch. So, ja, machen wir es hier weiter, ne? Dann muss ja auch wieder drin, das Business. Regeln wir uns hier ein bisschen rum. Fiat ist am Schwaden, Schmieder am Plagen. Regeln wir uns mal so ein bisschen mit Wahlen rum.
Was hat das für eine Wiese? Hier irgendwann mal so ein bisschen mit den Ballen rum. Ja, ein bisschen ist gut, ne? Ein bisschen viel eher, wenn wir jetzt gerade mit den Ballen wieder rum. Heiliges Blende, nimm die doch einfach vor die da drin, Mann. Was ist denn das Problem? Schickram, ey, dann geht aber auch ordentlich dann durch. Ne? Und dann wollte ich 5 hier nochmal reinfahren. Ja, müssen wir wahrscheinlich das 5 hier nochmal hinfahren. Das ist schon gar nicht anders gehen. Ne? Wenn da so viel Gemüse drauf geht, das ist ja nicht normal. Nein, nicht umfallen, stehen bleiben. Danke. Heiliges Blechle, wä? Der Plan geht auf. Wir kriegen Kohle. Wir werden das nicht dauerhaft durchziehen hier mit Silageballen und so, ne? Das ist Cheaten. Jetzt ist das am Anfang erstmal so, damit wir ein bisschen am Top kommen. Ansonsten werden wir das wohl eher nichts mehr. Dafür kriegen wir mal weg von meinem Rutsch. Ist gesehen. Weil das ist ja nicht Sinn und Zweck drin. Wir müssen uns halt so ein bisschen gesund stoßen, ne? Die werden auch noch Kredit offen, ne? Chikra. Aber hier ist nur ein Schlepper und dann Kredit wegzahlen. Ja, 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 so machen wir das. Stimmt, wir haben auch noch einen Kredit offen. Auch nicht aus Augen lassen. Dann ist es auch mal zurückgezahlt worden. Ne? Nur einen Schlepper brauchen wir. Und einen anderen Lader brauchen wir. Damit wir vernünftig Stroh fahren können. Weil sonst ist das Müll in meinen Augen. Jetzt mit dem kleinen Krone, ja, ist schön und gut, aber dann kriegst du auch nichts mit. Dann macht das auch keinen vernünftigen Spaß, wenn du das da immer hinfahren musst. Oh, das ist schon in Ordnung. Das ist aber auch eine Kunst, die Ballen auseinander zu tüten, du. Heiliges Blick, ne? Da kriegst du richtig Bock, ne? Wenn man vom Plan so ein bisschen Erfolg erzielt, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen, dann kriegst du wieder richtig. Dann siehst du nämlich, da deine Früchte wird bewegen, oder? Deine Arbeit. Sagen wir, lass es nicht so von. Dass die Arbeit Früchte trägt. Also dann müssen wir gleich mal den Kompost wegfahren. Jetzt sammeln wir gleich mal einen Rutschen rein. Der muss rödeln. Weil der Kompost kommt hinten zur Gemüseplantage, ne? So ist ja der Plan dahinter. Zum Erdbeerflug, ey. Jetzt kriegen wir die Bäume weg. Ich glaube, 100.000 Liter gehen da pro Gewitz aus meinem Kompost, ne? So einiges bringen wir.
Wenn wir das fertig haben hier, ja, dann auch Holz machen hier, ne? Für Hackschnitzel und so, aber dann müssen wir uns auch diesen Holztrailer mal kaufen, weil immer da so die einzelnen Bäume hin und her fahren, ist ja auch nicht immer so schön, ne? Toi, 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 toi. Bis jetzt ist noch nichts schief gegangen, das ist echt ein Wunder. Verarbeitet, aber auch rumzi futzi ist das Zeug durchgelaufen. Einiges Blechle, ey. Nein, drauf bleiben, wenn es geht, ja. Ja, ja. Danke! Zu liebensgewürdig, die Bälle. Oder? Oh Gott, der Blau. Wir müssen aber auch am Hof irgendwie mal so einen Kurs einbauen, dass der auch mal über den Hof rumfahren kann, ne? Dass wir den nicht immer nur zum Hof schicken müssen, nur zu sagen, dass der auch direkt durchfahren kann. Ne? Das wäre auch schon ganz gut. Müssen wir einen Ackerschacht jeweils zweimal setzen? Das wäre auch schon ganz Premium, wenn wir das noch hinkriegen. Und ich habe es schon wieder vergessen, im Hand nachzugucken oder im Menü nachzugucken, wie das Ding da weggeht. Keybox. So, Kompostholen. Und irgendwie beim Nachbarn über den Acker, den kenne ich ganz gut. Ne? Der hat eh keinen Bock auf den Acker, der hat schon auch gefragt, Dennis, wenn ich jetzt zu wenig haben, ich sag, schwieriges Thema. Ne? Schwieriges Thema. Der ist Kompost. Ja! Das läuft auch schon mal. Korrekt, ne? Abflug. 45.000 Meter Kompostzone. Klar kannst du ihn jetzt auch verkaufen, aber das macht nicht. Nee, das macht nicht. Guck mal, der erste Kompostkumpel kriegen. Ich hab euch das gesagt, wenn der Laden erstmal anfängt zu laufen, ne? Hm. Hat ja keinen Bock drauf, ne? Kommt er nicht hoch. Alle an! That is more realistic. Nein, jetzt Blackman, guck dich den an. Ja komm, Junge. Trackman! Du schaffst es, glaub an dich. Und so tief in meinem. Geht ja mit Gewicht vorne auf der Achse, ne? Noch hält er die Drehzahl. Ah, komm. Das schaffst du. Du bist doch Bock der Baumeister. Hast du gesehen? Er hat es geschafft.
Dich brauchen wir. Du bist ein gutes Schäffler. Oh, ist noch ein guter Pferd. Dann gibt es wieder Geld. Dann können wir diese Folge noch einen neuen Schlepper kaufen. Und Predator schon mal ein bisschen. Nee, Predator wird vielleicht. Ich weiß noch nicht. Guck mal, der Dolce ist ja auch schon under the way. Nee, nicht. Hey Sven! Morning, Mokwi! Komm, Jo! Gut, 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 gut! Was soll ich jetzt machen? Mach hin, ey, wir wollen Geld verdienen! Langsam! Wir kommen wieder. Die Kolonne! Wir müssen auch unseren Ballenlager irgendwie noch platzieren, ne? Damit wir hier so ein bisschen, sagen wir. Was sind wir denn hier switchen können? Irgendwie müssen wir zu dieser Produktion hoch, ne? Stimmt, dann müssen wir auch noch hinein. Google is coming, yeah. Baby. Zip. Schicki Fun, so lobe ich wieder. Ja, ich schick dich gleich wieder los, Kollege. Ich sollte mal speichern zwischendurch, ne? Nicht, dass das hier in die Hose geht. Ja, dann haben wir auch einen Top-Job, ne? Amazon mischen. So, lass uns mal eben in die Garage jetzt hier gucken. Oh, ich freue mich. Ich hatte noch einen JCB, ne? Ah, ich wollte erst speichern. So. Was haben wir denn hier hinten in Angebot? Nein. Hatte ich kein JCB mit reingenommen? Doch da. Oh, das wird teuer, ey. Wir haben 200, na, egal. Musste sein. Wir brauchen noch ein Gewicht, ne? Ein Gewichtchen. Gewicht. Gewicht hat immer Vorteile, ne? Kaufen das. Kaufen. Oh, der ist auch bald durch. Hier ist fleißig seine Bohnen antrecken. Ihr macht Geld. Du fährst mit zum Komposter. Nein. Hier anmachen. Dann muss hinten zu Dings. Wie ist das mal raus? Das kann weg. Du musst Pellets zurückfahren. Ich kann jetzt. Das geschafft. Guck mal, wir haben neuen Schlepper. Hey Leute, das lohnt sich, ey. Sieht gar nicht so schlecht aus. Okay. Schicken Fan drauf, ne? Trellebohr. 900, ey, muss heutzutage haben, ne? 2 IC. Guck mal, mit IC. Hyperpremium.
Fresse aus, ne? Ja, der ist nicht schlecht, ne? Nur GPS, alles door. Ist ein Soundman? Ah! Cool, ey, da kaufen wir uns noch ein Moped von. Bevor wir Diesel holen, er dreht jetzt glaube ich nur noch Pioretten, kann das sein? Das ist so richtig. Ah, oh, nee. Falsch. Hier musst du hin. Wieso? Alles klar. Dann nochmal weiter. Das läuft schon weiter. Sagte, nee, das hat sich doch gelohnt, ne? 46.000 und komm, wir verkaufen direkt unseren Schiedladewagen da. Wir wollten ja noch einen anderen haben. Du kannst erstmal weg. Ja, okay. So, nächste Rutsche. Main können wir auch. Arbeit bezahlt macht, ne?
jetzt wir auf die ja, Ladewagen und Ultima kriegen. Was kosten denn hier überhaupt Tiere? Dann wollen wir nachgucken. Wie bin ich denn da gefahren? Die letzte Jacke, ne? Die Brauerei, ne? Müssen wir auch noch hin? So, du kannst erstmal hier volllaufen. Du machst hoffentlich deine Arbeit. Nee, du drehst schon wieder Pirouetten, ne? Ist auch schon da. Wir werden ihn entlassen. So, mal später weiter. Boah, wir müssen hier ein Pellets-Dings verkaufen, du Schickram. Ja. Machen wir auch gleich. Wir holen eben einen 14 Hof. Abfahren entlassen. Ist das auch erledigt, ne? So, dann müssen wir. Ja, Diesel muss auf jeden Fall erstmal zum Hof, ne? Damit wir unsere Maschine auch tanken können. Das finde ich ist doch ein großer Vorteil. Ja, genau. Dann könnten wir rein theoretisch eine Wiese mähen, oder? Ne, das machen wir erst, wenn wir die Ultima gekauft haben. Verdienen wir uns da Felder mit ein paar Maschinen und dann werden wir das auch ein bisschen wieder außer Acht lassen, ne? Das geht jetzt, ist jetzt nur am Anfang, damit wir zur Kohle kommen. Ist zumindest erstmal so meine Denkensweise, ne? Weil, puh, ja, ne? Wie gesagt, Kohle ist kommen, ne? Muss kommen. Bin ich hier ganz ehrlich. Du kriegst aber, glaube ich, jetzt den Düngerstreuer hinter. Ja, dann kriegst du schon mal Düngen vor. Zwei Felder. Dann muss der JCB zum Hof. Er ist fast durchgeflogen. Ist auch Premium. Von den nächsten Einnahmen kochen wir uns den. Nein, also, lieber jetzt Chrono Ultima kaufen. Das ist schon nicht Sinn. Ne? Dann Ladebaum. Müssen wir mal gucken. Wie das jetzt am besten läuft. Also der kann auf jeden Fall jetzt drin fahren. Wir müssen mal sehen, ne? Wir sollen mal Tiere an Schlüssel kriegen. Wegen Düngerproduktion, ne? Schwadronierer-Stattung hier, ne? Stellen wir den SC wieder hin. Da ist, glaube ich, noch ein Dünger drin. Aber machen wir auch voll. Sonst ist das Schickram. Vielleicht kannst du noch Feld 20 geben. Ne? Und dann fahren wir den voll machen. Dann sind unsere Felder nämlich ready. Und wir brauchen uns da nicht mehr drum kümmern.
eine Schubrakete. Das läuft auch schon wieder. So, das läuft. Also, liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Das kann ich uns machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.